Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial. Heute soll es mal um das Maishäckseln gehen. Wie ihr seht, habe ich hier schon mal die Ausrüstung für euch aufgebaut. Also hier seht ihr in der linken Ecke nochmal, wie viel das Ganze kostet, und das ist so die Grundausstattung. Natürlich fehlt jetzt noch ein Traktor, aber ich gehe mal davon aus, dass die meisten Höfe schon einen Traktor besitzen. Wir arbeiten aber mit anderer Ausstattung. Also wir haben hier einmal den Krone Big X und wir wollen hier mal ein Feld häckseln. Das ist jetzt Mais und jetzt stellen wir mal hier den Helfer an. Natürlich könnt ihr auch im Multiplayer das einen Freund oder jemand anderes machen lassen. Aber wir nehmen jetzt mal den Helfer, weil wir sind alleine und wir müssen den Abfahrer fahren, denn so ein Feldhäcksler hat keinen Speicher. Also der hat 20 Liter Tank und das ist natürlich gar nichts. Wir fahren den jetzt mal so hinterher. Allerdings könnt ihr auch das selber machen ohne den Helfer und zwar mit Autodrive. Das verlinke ich euch mal in der Videobeschreibung und auch in der Infokarte. Denn Autodrive ist sehr ausgereift und kann das eigentlich genauso gut wie ein normaler Mitspieler im Multiplayer. So, wir haben jetzt mal hier 10.000 Liter. Ja, 20.000 machen wir hier nochmal voll. Oder halt diese Bahn hier. Einfach um mal das zu demonstrieren. Natürlich würde ich hier das ganze Feld abhäckseln und es dann in ein Fahrsilo bringen. So, genau 20.000 Liter. Und jetzt brauchen wir noch ein Fahrsilo und das können wir im Shop ganz einfach mal kaufen. Ich würde euch mal das mittlere empfehlen, weil das kleine ist einfach zu klein für so einen normalen Hof. Und das kostet auch nur 60.000, das ist also nicht allzu teuer. Und es bietet auch den Vorteil, dass ihr mehrere aneinander heften könnt. Also das ist ganz schön gemacht vom LS und jetzt fahren wir mal in das Silo rein. Hier ist beim Abladen zu beachten, dass ihr auf PC STRGI drückt, weil es nicht gilt, nur I zu drücken, weil es ja nicht genau eine Abladefläche definiert. So, und ihr müsst dann halt auch durchgängig fahren, damit es hier so eine schöne Schwad ergibt. Das ist jetzt natürlich nur ein bisschen und wir brauchen jetzt mal unseren Verdichter. So, der steht hier. Da müssen wir nicht so allzu weit fahren. Und jetzt müsst ihr das verdichten auf 100%. Wenn wir hier in das Fahrsilo reinfahren, dann seht ihr auch, wie viel Prozent ihr verdichtet habt. Das ist natürlich jetzt erst sehr wenig verdichtet. Und jetzt lassen wir mal hinten den Helfer runter, oder ich meine natürlich diese Walze, und schalten die auch mal an. Und dann seht ihr, das geht ziemlich schnell zu verdichten. Natürlich müsst ihr aufpassen, dass ihr hier nicht zu weit rausschüttet, weil sonst wird es nicht mit abgedichtet. Und dann habt ihr kein Häckselgut. Also das muss noch ein bisschen hier reingeschoben werden. So. Und jetzt seht ihr schon, das geht ziemlich schnell zu verdichten. Gerade wenn das hier so, schon so glatt gefahren ist. Wir sind jetzt bei 65%. Das rattert ganz schnell nach oben mit der etwas teureren Technik. Ihr könnt es natürlich auch ohne Zapfwelle so ein Gerät kaufen. Das kostet weniger,
aber es dauert halt viel, viel länger, es zu verdichten. Ihr seht jetzt, wir haben die 100% Marke erreicht. Das heißt, wir steigen hier mal aus und decken das Silo ab. Dann kann das nämlich jetzt gern. Und wir spulen das jetzt mal vor. Und so, wir können jetzt mal hier unsere Zeit wieder auf Echtzeit setzen. Und ihr seht schon, unsere Silage ist fertig gegärt. Und jetzt können wir das Ganze mal abdecken. Und da kommt jetzt natürlich Silage raus. Damit könnt ihr natürlich eure Tiere füttern oder auch eure BGA befeuern. Im LS22 ist das immer wichtiger geworden, die Silage. Und da, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr könnt jetzt Mais häckseln und wünsche euch viel Spaß im LS. Ach ja, und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr ja gerne mal ein Like da lassen. Und damit, ciao.